heißt das, jeder ist beziehungsfähig? Ja, das heißt, dass ganz, ganz viele Menschen tatsächlich glückliche Beziehungen führen könnten, wenn sie ein paar Prinzipien, die dem ganzen Geschehen zugrunde liegen, einfach besser für sich klar hätten. Also ich sage ja immer, das Steffi Stahl Mantra, so nenne ich das immer, heißt Ertappen und Umschalten. Ja. Allein damit kann man schon so viel verändern in seinem Leben, das ist unglaublich. Weil in solchen Beziehungen reicht es nicht zum Leben, aber auch nicht zum Sterben. Ne? Also es ist so, also da muss sie sich unterwerfen, weil Robert der Alleinherrscher ist über die Beziehungsregeln. Ja. Oder sie muss sich trennen. Mhm. Und wenn Julia sozusagen dann an sich arbeitet und sich weiterentwickelt, dann kann es gut passieren, dass sie so Typen wie Robert gar nicht mehr so spannend findet.